Okay, ich wage mich an die Profi-Level. Das erste Level haben wir schon beim letzten Mal angetestet und auch absolviert. Aber da habe ich auch schon gemerkt, ja, ich sehe schon, welche Richtung das geht. Das hier ist absolut nicht leicht. Aber hey, vielleicht kommen wir trotzdem ganz einfach hier davon. Was zur Hölle passiert hier? Ja, okay, toll. Das ist einfach so ein Level, das musst du dir erstmal anschauen. Kannst einfach losrennen? Na gut. Es gibt ja zum Glück diesen Kameramodus. Okay, wir rennen dann nach links. Machen da den gleichen Blödsinn. Oh nein. Oh no. Was zur Hölle passiert denn hier bitte? Okay. Oh Gott, natürlich. Ich hab das nicht direkt sofort perfekt. Wahoo, yippie. Schade, hat nicht ganz funktioniert. Okay, yahoo. Wop. Ja, huhu, yahoohoo. Mist. Oh, okay. Wahoo, yahoohoo. Okay. Sehr gut. Immer den Mario nachzumachen, hilft immer weiter. Immer. Was jetzt? Bin ich durch? Bitte? Boing. Oh mein Gott. Das war ein interessantes Level. Das hat mir irgendwie gefallen sogar. Bin ich ganz ehrlich. Ich fand zwar blöd, dass man sich das erstmal anschauen musste und ich ja keine Ahnung davon hatte. Weil ich bin einfach losgerannt und dachte mir, ja, wird schon klappen. Und es war auch sehr knapp bemessen, das Level. Aber irgendwie hat es dir trotzdem gefallen. Ich weiß auch nicht. Oh Mann. Und mir ist übrigens schon auch aufgefallen, dass hier überall diese gelben, nicht gelben, diese runden Kreise sind, diese weißen Kreise. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Höchstwahrscheinlich irgendwas mit Bestzeit. Erwartet nicht, dass ich die auch mache. Ich interessiere mich nicht so für Bestzeit. Ich möchte nur die Level hier absolvieren. Mit allen drei Geschenken. Und das reicht mir völlig aus. So. Apropos ausreichen. Ich hoffe, es reicht aus, wenn ich hier nicht down gehe. Moment. Ich muss das klüger angehen. Jetzt. Nein. Das war nicht so klug. Ja, okay. Mit dem Hothead wird es halt ein Problem, ne? Der ist halt perfekt platziert, der Hothead. Komplett perfekt. Oh mein Gott. Nein! Ah, ich hatte es. Das war aber gar nicht mal so dumm. Das war gar nicht mal so dumm. The Try. Ah, okay. Okay. Das ist einfach etwas, was ich sehr viel ausprobieren muss. Und da muss man. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab nicht gecheckt, was abgeht. Oh mein Gott. Okay. Ey, solange die Level weiterhin so bleiben, ist das vollkommen in Ordnung für mich, weil das ist ja einfach nur Try and Error. Ganz oft. Bis ich tot bin. Game over. Nee, aber was ich sagen wollte, ich finde das voll in Ordnung, wenn die Level so richtig kurz und knackig sind. So extrem schwer, aber dafür ist es nach einer Minute schon durch. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das, was ich hier mache, ist wahrscheinlich nicht das Beste, aber jetzt bin ich hier schon so weit drinne in meiner Taktik, dass ich hier, glaube ich, nicht mehr rausgehen kann von. So, einmal probiere ich noch meine Taktik, ansonsten probiere ich mal was Neues. Das kann nicht sein. Ach man. Okay. Das hat funktioniert, endlich. Aber was muss ich als nächstes machen? Nein. Und dann wieder zurück. Ey, ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich mal. Aha. Okay. Nimm mit. Bonk. Warum rennst du runter, du Feind? Du bist so ein blöder Klempner. Warum machst du so einen Blödsinn? Was hab ich jetzt gemacht? Was hab ich denn jetzt für einen absoluten Blödsinn gemacht? Okay, ich lebe noch. Vielleicht soll man es so machen? So, halt. So vom Thema abwarten? Das kann sein. Ja, cool, habe ich jetzt richtig gemacht. Yay. Yippie.
schätze ich. Komm, runter da mit dir. Oh, ich muss aufpassen, wie weit ich springe. Dass ich auch immer richtig das alles abtime. So, abspringen, mitnehmen. Okay, Mario. Ich weiß, du hast Angst. Aber wir müssen da jetzt gemeinsam durch. Okay? Wir kriegen das hin. Oh nein. Boah, gut. Gut gemacht. Alter. Alter. Mir ist auch aufgefallen, jetzt nachdem ich noch ein... Also was ich sagen wollte, mir ist aufgefallen, nachdem ich nochmal Game Over gegangen bin, dass ja eigentlich an dem Game Over absolut gar nichts passiert. Och nein, ach komm Mario! Also, noch ein letztes Mal. Mir ist wie gesagt aufgefallen... Oh, das kann nicht dein Ernst sein. Das kann nicht dein Ernst sein. Das kann einfach nicht dein Ernst sein. Ja, Game Overs. Bla bla bla. Passiert nichts, bla bla bla. Ich habe absolut keine Ahnung, warum bei einem Game Over nichts passiert. Ich weiß auch nicht, wie es im Original war. Aber ich meine, ja, okay, das Level startet neu. Ist vielleicht eine Bestrafung im Base Game. Wo du... Alter. Ja, das ist das Ding. Ach man. Das ist vielleicht eine Bestrafung beim Base Game, ne? Wo ihr dann immer zwei Räume habt pro Level. Da kann ich es mir vorstellen, wenn du dann im zweiten Raum Game Over gehst, dass das dann halt doof ist. Aber ansonsten kann ich mir absolut nicht vorstellen, warum die hier eigentlich die One-Ups gelassen haben. Weil bringt ja nichts. Hätten sie sich das 0815 Mario-Rennen da oben links als Icon sparen können. Weiß nicht, vielleicht sehe das auch nur ich so. Aber ist jedenfalls so. Und ich... Alter, das... Mann! So. Bitte jetzt nicht sterben. Was mache ich hier? Nein, ehrlich. Was mache ich hier? Was ist der beste Play? Kommt die immer am gleichen Zeitpunkt raus? Kommt immer richtig oder falsch? Oh mein Gott! Nein! Ich hatte... Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich sitze jetzt seit 5 Game Overs hier. Wow. Ich weiß es nicht. Ja, okay. Geschafft. Schön. Ich kann mich nicht mehr drüber freuen. Also. Ja, letzte Level habe ich gelobt. Und das hier, genau das Gegenteil. Basically. Meine ganze Laune ist jetzt weg. Das Level hätte nicht sein müssen. Ich weiß nicht, wer sich bei denen dachte, ja, das Level ist eine gute Idee. Keine Ahnung. Machen wir weiter mit einem hundertprozentig besserem Level. Und ich sehe auch erst jetzt, dass jedes Level zu der jeweiligen Welt gehört. Das heißt, es war jetzt gerade ein Level von Welt 3, das ist Welt 4. Und die aus Profi 2 sind dann halt aus den Plus-Welten. Das ist mir erst jetzt aufgefallen. Hätte man also auch anders spielen können, aber ich glaube nicht, dass ich so gut gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, als ich noch Welt 3 war, um das zu schaffen. Von daher, keine Ahnung. Ja, das ist die Frage, ne? Was soll ich machen? Ich will einen Bob-Omb darüber bekommen. Komm mal mit. Guck mal hier. Mach das mal auf. Der ganze Zeit von dir. Danke, Mann. Danke, Kollege. So. Machen wir doch mal blau. Oder auch nicht. Ah, nee, das muss. Das war falsch. Das war jetzt falsch. Obwohl gar nicht mal so falsch. Oh. So eine coole Animation von dem Bob-Omb, die wir noch nicht gesehen haben. Aber das war jetzt auch nicht richtig. Oh Gott. Okay, ich sehe schon. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Okay, komm. Bidip, bidip, bidip. Ah, schade. Okay, ich habe das Timing noch nicht ganz drauf mit den Bob-Ombs. Die sind wirklich viel, viel, viel großzügiger mit den Bob-Ombs, als man denkt. Man kann sich wirklich sehr viel Zeit nehmen. Jetzt. Boah, selbst das war schon knapp. Okay. Komm raus. Das sollte man schaffen. Wie gesagt, man hat sehr viel Zeit. Boah, sind die böse. Ach, das...
Mann, warum hat das denn so ein blödes Timing? Ich hab's jetzt selber gemerkt, ne? Dass es so komisch ist. Aber gut. Komm. Beep. Jetzt! Leider reicht das nicht. Damit komme ich nicht durch. Also ein Mini würde da durchkommen, aber ich bin Maxi. Ich bin Mario. Der einzig wahre in Fleisch und Blut. Okay, das ist sehr gut. Das funktioniert nämlich. Sonst muss ich doch da lang. Dankeschön. Roten Schalter müsste ich aktivieren. Alright. Boing, boing. Weiß jetzt nicht, Kumpel. Ich hole mal kurz den roten Schalter. Blab. Ah, nee, müsste ich nicht. Das war schon richtig so. Mit dem blauen. Hä, bin ich dumm? Oh mein Gott. Ja, ich bin dumm. Ich habe vergessen, dass dieses Spiel ein Zeitlimit hat. Okay. Geh da hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ach du meine Güte. Nein, blauer Schalter. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Goodness. Oh, was mache ich hier? Was mache ich hier? Aber immerhin fast try geschafft. Das kann man mir zumindest stehen lassen, so. Yippie, just what I needed. Yippoo. Keine Ahnung, ob es hier auch One-Up-Minigames gibt, aber ich gehe nicht davon aus. Und Welt 5 mit den Twoms war schon ärgerlich, war schon nervig. Wie nervig wird's hier? Oh, okay, verstehe. Sieht aber schon ein bisschen aus wie so ein Mario Maker Level jetzt. Ich weiß, habe ich schon sehr oft gesagt in diesem Let's Play, aber dennoch, es sieht irgendwie trotzdem so aus. Ja, aber für das Geschenk brauche ich doch eigentlich gar keinen gelben Schalter aktivieren. Oder macht das halt einfach, macht das nur mal einfacher oder wie ist das? Also, das ging doch jetzt voll. Ah, ich hätte es mir gar nicht holen können. Oh, oh mein Gott, nein. Oh, okay, das ist ein geiles Level. Die haben an alles gedacht. Die haben absolut an alles gedacht. Das feiere ich aber. Das finde ich sehr, sehr schlau von denen. Zack. Weil der kann jetzt nämlich nach oben, genau. Ja, geil. Also, da muss man mal ein Lob aussprechen. An den Entwickler. Richtig smart. Der echt gut gemacht. Aber wie lange geht denn das bitte hier? Oh mein Gott, nein, ich war zu voreilig. Ich cutte euch das. So, wieder an der Autostelle. Abwarten. Lass die erstmal kommen. Okay. Wow. Das war ein bisschen komisch. Oh, ernsthaft? Ernsthaft? Okay, ich muss zweimal lang. Außer ich versuch. Oh mein Gott, nicht mal einen Checkpoint gibt's hier. Okay, dann muss ich sagen, das macht das Level auf jeden Fall um einiges schlechter. Es gibt hier keinen Checkpoint und ihr seht ja, es ist ja größtenteils einfach nur so ein Gewarte, ein Rumgewarte ist das ganze Level. Weil ihr seht, ich kann nicht drüber springen, das funktioniert nicht. Okay. Ich mach's langsam. Gucken wir es erstmal an. Oh mein Gott, du musst da wirklich den. Das ist krank! Krieg das hin? Ich hab einen neuen Plan. Ich weiß, dass wir den Schuss wieder weg. Nein. Okay, falls ihr Zeit habt, habe ich hier eine Taktik für euch. Immer mitgehen mit einem. So, mit dem kann ich jetzt mitgehen. Schmeiß ich weg. Meine Taktik war, oder was ich machen wollte. Nein, lass mich doch einmal. Das Problem ist ja nicht, den Schlüssel dahin zu bekommen. Absolut nicht. Sondern das Geschenk zu erhalten. Aber ich hab's. Coole Idee im Level. Die haben es aber komplett übertrieben. Beim letzten haben sie es komplett übertrieben. Der Rest des Levels war vollkommen in Ordnung. Ja, das
Kann ich so nicht entscheiden. Das ist einfach so vom Spiel festgelegt. Die Folgen werden jetzt länger. Ich möchte das hier in 2 Folgen durchmachen. Eine Profi wird in einer Folge, die andere in einer anderen Folge. So ist der Plan. Und ich lasse mich hier nicht ärgern von dem Spiel und das abändern, nur weil das Spiel irgendeine Kacke macht. Das ist mir egal in dem Fall. Ich mache, was ich will. Juhu. War denn mit? Und jetzt lass mich überlegen, was ich hier zur Hölle machen muss. Oh Gott, es geht weiter nach unten. Oh Gott, hallo! Oh my Jesus Christ! Oh my Guinness! Wie komme ich da ran? Indem ich runterslide in den Tod. Okay. Und der bringt mich mal wieder nach oben. Und dann muss ich aber wieder den blauen Schalter aktivieren. Ja. Okay. Also, boing. Ja, okay, da kann ich nicht lang. Hä? Wie möchte ich das denn machen? Okay, warte. Hier lang. Ja. Spring. Aufheben. Jetzt wahrscheinlich wieder zurück zum... Ja. Zum was? Zum roten Schalter? Schätze ich. Wenn es einen gibt. Okay, da wartet dort auf mich. Das ist sehr nett von dem. Der süße kleine Schlüssel erwartet auf mich. Ganz brav. Danke, kleiner Schlüssel. Wir wollen es jetzt wahrscheinlich rot lassen. Richtig? So. Mitnehmen. Mitnehmen. Runter. Aufpassen. Achso. Ja. Nein! Oh mein Gott, da lang. Junge. Okay. Das war vergleichsweise extrem einfach. Was zur Hölle? Ich beschwere mich nicht. Ich pointe es nur out. Ich zeige nur mit dem Finger drauf und sage, habt ihr das gesehen? Das war easy. Yeah, siehst du, Mario denkt sich auch so. Oh, endlich, ich musste nicht sterben. Mama mia. Dabei sah das irgendwie gefährlicher aus. Apropos gefährlich. Bomben. Ja, das Level hat mit Bomben zu tun. Habe ich das starke Gefühl. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme, aber ich habe irgendwie einfach das Gefühl. Also, here we go. Oh Gott, was wird das denn jetzt hier wieder für ein Level? Ich brauche eigentlich gar nicht fragen. Ich weiß doch schon, was das hier für ein Level wird. Ist ja eigentlich offensichtlich. Ich will das Geschenk haben. Dankeschön. Nett von dir. Der muss mich sehen. Hey, siehst du mich? Er sieht mich durch die Wand. Sehr gut. Okay. Okay, verstehe. Verstanden. Eigentlich ein relativ lustiges Konzept für ein Level. Also finde ich gar nicht mal so schlecht. Das sieht ja nur sehr chaotisch aus. Passt also mehr oder weniger mit dem Mario Maker Theme. Aber... wie gesagt, habe ich jetzt eigentlich gar nicht wirklich was gegen. Sieht er mich? Sieht er mich? Jetzt sieht er mich. Gut. Kommt er von oben runter? Da, der da. Kommt da überhaupt irgendeiner? Na jetzt. Ja, genau, fall da runter. Perfekt. Da. Da musst du lang. Ich brauch nämlich den Schlüssel. Ja, den müsste ich mal mitnehmen, den Kollegen hier, ne? Ja gut, der explodiert jetzt da die ganze Zeit unnötig. Da passiert nichts. Heißt. Achtung! Jetzt! Nein! Geht so. Geht so. War leider nicht das, was ich wollte. Aber solange die Zeit reicht, sollte das passen. Ich weiß ja nicht, ob die Zeit reicht. Okay, das ist jetzt das Duck. Ich weiß nicht, wo Mario hinguckt, aber auf jeden Fall achtet er nicht auf seine Nase. Oh mein Gott. Alter, wegen der blöden Decke. Okay, ich hab's jetzt mal ein bisschen anders gemacht. Aber es sollte auch in Ordnung sein, so. Das komme ich jetzt zumindest lang an. Die kann ich immer noch nicht, weil das so eine blöde kleine Lücke ist, ne? Ja, du da. Mach mal frei. Spreng an den weg. Oder. Ah, der kann den nicht mehr wegspringen. Okay, interessant. Auf jeden Fall sehr gut zu wissen, dass er es nicht mehr kann. Oh mein Gott. Ah! Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Da, danke. Oh mein Gott. Okay, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Besser kann es gar nicht gehen gerade. Ich will den unteren erschrecken hier. Hi. Jetzt schreit er A. Ah. Und ich sage B. Oh no. Das ist okay. Nehme ich mit. Was Geschenk denn? Geschenk.
Den Schlüssel habe ich noch gar nicht mal eingesammelt. Den müsste ich auch mal mit einsammeln. Nein, ich habe extra gewartet, damit du nicht diesen blöden Sprung machst, du Vollidiot! Junge, ich bin aber auch selber so ein Vollidiot. Hier sind doch auch genug Steine, damit ich hier runterkrabbeln kann zu dem. Und zu dem am schnellsten hinzukommen, ist eigentlich das Wichtigste, weil der hier, wo die Bomben hier immer rauskommen, das ist das Wichtigste! Oh mein Gott, sorry. Aber ich war gerade in Angst und Schrecken verjagt worden. Es tut mir leid. Jedenfalls muss ich Kollegen hier mal Manieren beibringen. Und wegschicken. Kumpel, dich brauche ich. Du hast hier nicht an Arbeit geleistet. Das war mager. Sehr mager. Sieht er mich nicht da unten? Warum sieht er mich nicht? Hey! Jetzt sieht er mich. Schön. Dankeschön. Brauche ich zwar nicht, aber nehme ich mit. Kann ich durch die Wand erreichen? Nee, schade. Bedeutet, ich muss noch einmal dem Bob Oms Hallöle sagen. Okay. Kannst meinetwegen ein bisschen Platz machen hier. Wenn du es unbedingt brauchst, hab ich nichts gegen. So, aber bitte lass das Level jetzt enden. Denn dieses Level ist nichts weiteres als eine große Zeitverschwendung. Er sagt Mario auch noch wieder: Hurri, hurri! Ja. Komm mit. Ach du Idiot! Schaffe ich es überhaupt noch? Ich glaube nicht. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich glaube nicht. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ah, da habe ich wieder alles. Ey, das ist so ein langes Level. So unnötig lange. Ja, klar. Ganz kleiner Hinweis. Holt euch das erste Geschenk direkt am Anfang. Das ist eigentlich das Nützlichste. Von dem Kollegen aus. Nach rechts zu bomben. Das mache ich jetzt nicht mehr. Das ist komplett dumm. Einfach direkt am Anfang. Hier eine Bombe. Passt. Perfekt. Fertig. Also. Komplett dumm. Ja. So, und von hier aus ist es eigentlich auch gar nicht mal so viel schwerer. Ich musste immer dafür sorgen, dass er links langsam, aber sicher auch mal seinen Job macht. Also den Job brauche ich jetzt nicht mehr. Ich brauche den Kollegen. Dass er hier mal seinen Job macht. Das ist die Wand zu blöd. Das traue ich mich nicht. Boom. Mach du mal auch mal Boom. Aber komplett falsch. Hier ist die Wand noch nicht weg. Die Wand hier muss auf jeden Fall auch noch mal weg. Du, Kollege, kommst mal mit. Machst mir hier auf. Kollege, machst mir hier auf. Das war der Boom. Perfekt. Komm mit. Das kann ich noch nicht mitnehmen, weil da brauche ich mal eine Bombe für. Gut. Meinetwegen. So, und dann haben wir es, glaube ich, auch. Langsam mal. Solange ich jetzt nicht aus Versehen wegen irgendeinem Blödsinn sterben sollte. Gut, ist die Frage, was ist jetzt das Schnellste, ne? Also, wie komme ich am schnellsten jetzt zum Schlüssel? Ja, Mario macht immer seinen Sprung. Egal, was man macht, er will ihn immer machen. Okay. Ich habe den Schlüssel. So die Frage. Wie ich jetzt am schnellsten sicher dupi-dupi runterkommen? Perfekt. Ja, also. Komplette Zeitverschwendung, dieses Level. Komplett. Ist eine nette Idee. Generell, die Profi-Level sind einfach Level, die aus einer interessanten Idee entstanden sind. Was, wenn wir das machen? Das ist cool und das mag ich. Aber die Umsetzung ist manchmal einfach zu übertrieben. Und das ist jetzt bisher mein Fazit für diese Level. Das Level machen wir jetzt auch noch. Wie gesagt, ich möchte eine Profi-Welt pro Folge durchmachen. Das Display soll nicht ewig lang gehen. Denn ich wollte das Ganze hier in 20 Folgen abgehakt haben. Mehr oder weniger. Das funktioniert nicht. Was muss ich überhaupt machen? Warte. Den aktivieren wird bestimmt irgendwie helfen. Ich kann auf jeden Fall schon mal hier hoch. Noch mehr Bomben. Ich hatte ja jetzt noch nicht genug. Yippie. Nehm mal mit. Nehm mal mit. Perfekt. So, den drehe ich mal um, den Spieß. Das wird bestimmt hilfreich sein, hoffe ich, denke ich. Ich weiß nicht, ob ich denke. Piep, piep, piep. Alter, das hat funktioniert! Lol.
geil. Ey, warte mal, wo ist denn das letzte Geschenk, Bruder? Da. Ah, okay. Perfekt. Habe ich, ohne das Level zu checken, einfach direkt das Level geschafft? Kann das sein? Bin da jetzt durch. Nee, warte, was soll ich machen? Schlüssel ist da. Blauer Schalter. Okay, blauer Schalter, der ist hier unten. Machen wir. Oh, ich dachte gerade, dass Mario jetzt so sagt, ah, Mama Mia, I'm gonna die. Aber nee, zum Glück nicht. So. Boing. Ducken. Warum sieht mich nicht? Perfekt. Und jetzt rüber. Mitnehmen. Gelber Schalter. Wir sind durch. Oh. Oh, da komme ich nicht lang. Oh. Verstehe. Ich verstehe. Der fällt da durch. Eigentlich sogar sehr gut. So. Mitnehmen. Wir haben's. Wow. Vergleichsweise einfach. Na gut. Falls euch mein Rage gefallen haben sollte, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Beim nächsten Mal brettern wir dann auch noch die nächste Welt durch. Ich hoffe es. Egal, wisst ihr was? Ja, doch. Doch, machen wir. Egal, 40 Minuten Folge. Keine Ahnung. Wir sehen uns. Genau. Ah, was? Okay, wir haben jetzt alle Level freigeschaltet, schon gut. Aus irgendeinem Grund kriegen wir jetzt noch ein One-Up-Minigame. Hier, hier habt ihr euer Outro. Viel Spaß. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass jetzt nochmal so ein Minigame kommt. Ach, ist das das allererste Level? Ja, das ist das allererste Level, okay. Ja, One-Ups bedeuten rein gar nichts in diesem Spiel. Also, falls einer von euch weiß, warum die noch One-Ups hier haben, lasst es mich auf jeden Fall gerne wissen. Das würde mich wirklich interessieren. Ja.